67 Tage, so lang ist es her, dass Company of Heroes 2 erschienen ist, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und unter der Voraussetzung, dass ich mich nicht verrechnet habe, schon ein bisschen früher, nämlich am 9.5. diesen Jahres, hatte ich ein Video gemacht, wo ich mich mit der Beta-Version von Company of Heroes 2 auseinandergesetzt habe und kurz darüber geredet habe, inwieweit mir das Spiel gefällt oder auch nicht und was die Gründe dafür sind. Da das Ganze jetzt schon ein bisschen her ist und da ich tatsächlich mehrere Fragen bekommen habe, wie denn der aktuelle Stand ist, habe ich mich jetzt entschlossen, ein kleines Update zu machen. Das heißt also, wie sieht Company of Heroes 2 jetzt aus? Das ist das Thema dieses Videos, darum soll es hier gehen. Es wird genau wie beim anderen Video, meine Meinung zur Beta-Video so aussehen, dass es einfach ein komplett schnödes Audio-Geplapper ohne irgendwas sonstes, also einfach nur ein statisches Bild zu sehen, gibt's also nix. Ja, ganz einfach also. Der erste Punkt, den wir uns anschauen, ist die Grafik. Ja, Company of Heroes 2, die Grafik ist im Vergleich zum Vorgänger Company of Heroes 1 definitiv besser geworden. Wir haben ein paar hübsche Effekte beim Durchqueren von Schnee beispielsweise. Wir haben Spuren da drin. Wir haben ganz nette Effekte, wenn Raketen einschlagen, wenn die Katyushas feuern, bei den Flammenwerfer, Waffen und so weiter und so fort. Skins sind sicherlich auch ein Stück weit hübscher geworden. Ergo hat sich da durchaus etwas getan, allerdings muss man auch sagen, dass das Spiel, zumal sich in dieser Hinsicht grafisch nichts verbessert hat, nach wie vor seinen Anspruch bzw. den Anspruch des Chefentwicklers Quinn Duffy, das Strategiespiel Äquivalent von Battlefield 3 sein zu wollen in Sachen Grafik, nach wie vor sehr, sehr weit entfernt ist und das auch nicht mehr erreichen wird. Dazu kommt eben, dass das Spiel für diese relativ, in Anführungszeichen, geringen Verbesserungen, wenn man davon ausgeht, dass Company of Heroes 2006 erschienen ist, dass dafür relativ hardware-lastig ist. Womit wir beim Punkt Performance im Endeffekt auch schon sind. Aber das möchte ich gerade noch fertig machen. Es stehen also relativ geringe grafische Verbesserungen, relativ großen Hardware-Anforderungen gegenüber. Ich möchte einfach mal bezweifeln, dass ein Rechner, der die vom Hersteller angegebenen Mindestanforderungen erfüllt, das Spiel überhaupt starten kann. Definitiv sagen kann man auch, das geht aus einem Test von TechSpot hervor, einem Benchmark-Test, dass Company of Heroes nur dann flüssig zu spielen ist, mit allen Auflösungen, alle Auflösungen hoch, alle Einstellungen hoch, wenn man eine GeForce GTX Titan besitzt. Die kostet etwa 900 Euro das Stück und ist dann in der Lage, das Spiel mit sage und schreibe 45 FPS darzustellen. Zum Vergleich, dieselbe Grafikkarte schafft bei Crysis 2 70 FPS. Und das funktioniert natürlich auch nur dann, wenn ein entsprechend guter Prozessor im Rechner verbaut ist. Ansonsten ist es natürlich auch wieder hinfällig. Ferner lässt sich diese Leistung auch nicht steigern, da Company of Heroes weder Crossfire noch SLI unterstützt. Das heißt also, ich kann keine zwei Grafikkarten für Company of Heroes nutzen. Wenn ihr also zwei Grafikkarten gekauft habt, Pech gehabt, nützt euch bei Company of Heroes gar nichts. Es ist also ein Spiel, von dem man definitiv sagen kann, dass die Performance nicht ausreichend berücksichtigt worden ist, dass die Programmierer dort eine schlechte Arbeit geleistet haben und dass es dafür allerdings dann hohe Performance-Probleme im Endeffekt gibt. Dazu muss man allerdings wiederum sagen, dass sich die Performance kontinuierlich verbessert hat. In der Alpha war sie katastrophal, in der Beta ist sie etwas besser geworden. Seitdem jedem Patch wird sie so ein ganz kleines bisschen besser. Ich habe irgendwo Zahlen gelesen, dass es von Alpha zu Pre-Open-Beta zu Open-Beta und zu den Stresstests jeweils ungefähr 5% waren, die rausgeholt worden sind. Die habe ich jetzt leider nicht mehr vorliegen, ich habe sie nicht gefunden. Ich kann es selber also auch nicht nachvollziehen, aber subjektiv würde ich das bejahen. Mittlerweile ist es relativ gut mit einer akzeptablen FPS-Zahl spielbar, wenn man alle Einstellungen auf niedrig setzt. Zumindest bei mir, aber mein Rechner ist auch schon älter. Also ja, alles in allem, Fazit.
Nicht schlecht, definitiv eine Verbesserung, aber die Verbesserungen, die es bei Company of Heroes 2 in grafischer Hinsicht gibt, sind zu teuer erkauft und das Spiel ist definitiv von der Performance her, beziehungsweise von der Auslastung der Hardware her, schlecht bis sehr schlecht programmiert. Dann wäre da das Thema Sound. Der Sound ist tatsächlich schon in der Pre-Open Beta bzw. davor so ziemlich das Beste an Company of Heroes 2 gewesen. Das ist nach wie vor auch so. Der ist ja eigentlich gut bis sehr gut. Ich bin der Auffassung, dass gerade bei der deutschen Version, aber auch bei der englischen, sich noch einiges getan hat in den Patches, auch wenn es nirgendwo in den Patch Notes drin stand. Es ist vielfältiger geworden, es ist von der Sprachausgabe her besser geworden und so, dass man jetzt sogar die deutsche theoretisch gesehen spielen kann, auch wenn sie, zumindest die deutsche, an den Vorgänger nicht herankommt. Bemerkenswert ist hier auch beispielsweise, dass im Vorfeld damit Werbung gemacht worden ist, inwieweit die Soundkulisse sich zum Vorgänger verändert hat. Man hatte dort einen Maschinengewehr-Sound des MG42 aus Company of Heroes 1 eingeblendet, im Vergleich dazu den Sound von Company of Heroes 2. Lustigerweise findet sich dieser Sound von Company of Heroes 2 nicht im Spiel, stattdessen war es zumindest stellenweise der Sound aus Company of Heroes 1, den man dort eingebaut hat. Na gut, aber das sind nur Details. Alles in allem hier beim Sound, Fazit: hat sich nochmal verbessert, ist mit das Beste am Spiel, ist gut, dürfte bei der deutschen Version aber immer noch besser sein. Ich vermisse etwas den Wortwitz aus dem ersten Teil. Dann wäre da das Thema Balance. Das ist für jede Art von konkurrenzfähigen Spiel im Multiplayer natürlich sehr, sehr wichtig. Ich persönlich bin einer der wenigen Leute, die der Auffassung sind, dass die Balance des Spiels gar nicht so schlecht ist. Es ist faktisch nun mal so, dass viele Beschwerden, die Balance betreffen, in der Regel daraus resultieren, dass die Leute nicht dazu in der Lage sind, das Spiel richtig zu erfassen und richtig zu spielen. Das ist ein Erfahrungswert, das war bei Company of Heroes 1 so und das scheint auch bei Company of Heroes 2 meiner Meinung nach der Fall zu sein. Deshalb, wie gesagt, ich halte die Balance eigentlich für relativ gut. Es gibt ein paar Baustellen, das wäre aber theoretisch gesehen behebbar. Es wird auch daran gearbeitet. Als Problem sehe ich hier allerdings, dass Balance-Patches Geld kosten und andererseits kein Geld einbringen. Das ist natürlich für jedes Unternehmen, die ja immer gewinnorientiert arbeiten wollen, erstmal schlecht. Man kann langfristiger denken und sagen, dass eine gewisse Kundenbindung und so weiter entsteht. Das ist korrekt. Auf der anderen Seite tut Relic im Grunde alles dafür, um die Kunden vor den Kopf zu stoßen, so dass man sich die Frage stellen muss, ob hier noch ein positiver Effekt erzielt werden kann. In letzter Konsequenz ist das Problem einfach, dass zwar Patches gemacht werden, die Priorität aber gering ist. Die Vermutung, dass nur 2 bis 3 Leute an den Patches werkeln und die anderen Programmierer dazu übergegangen sind, DLCs, zum Beispiel in Form von irgendwelchen Grafik-Schnickschnack oder Theater of War Inhalte zu produzieren oder direkt das nächste Projekt machen, das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Ist grundsätzlich auch nicht so problematisch, denn tatsächlich ist es besser, wenn man eine höhere Distanz oder eine höhere Zeit zwischen den Patches hat und dafür was Ordentliches gemacht wird, auch mit vielen Tests. Das hat Relic jetzt erkannt und vor einer Zeit lang ein Formular online gestellt, wo man sich bewerben kann, um an einer separaten Balance-Version teilzunehmen und dann bei den Patches mitzuhelfen. Habe ich mich auch mal beworben, nie eine Antwort gehört. Es gab auch mehrere Leute, die da drunter geschrieben haben, ja, woher weiß ich jetzt, dass ich mitkomme? Keine Antwort. Also, ja, man hat das Problem anscheinend erkannt, man arbeitet auch so ein bisschen daran, aber ich habe hier teilweise den Eindruck, dass in der falsche Richtung gearbeitet wird und dass Relic teilweise die ja, Probleme schafft und die dann bearbeitet, wo keine sind, während Probleme, die in der Community auch heiß diskutiert werden, nicht angegangen werden. Alles in allem sehe ich aber hier eine Entwicklung zum Besseren hin. Und ja, würde das auch weiterhin für die Zukunft positiv beurteilen. Mein größerer Kritikpunkt an Company of Heroes 2, und zu dem kommen wir jetzt, sind im Grunde konzeptionelle Probleme, die das Spiel plagen. Das heißt, es sind Designentscheidungen, wenn man so möchte, die einfach vom Hersteller getroffen worden sind, die das Spielprinzip im Vergleich zu Company of Heroes 1 verändern und meiner Auffassung nach nicht verbessern, sondern eher verschlechtern. Das ist ein relativ weites Feld. Man kann es zunächst von der technischen Seite aus sehen. Das wären die fehlenden Features.
Der Name des Spiels ist Company of Heroes. Man kann erwarten, dass dein Spiel, das Company of Heroes heißt, gewisse Features beinhaltet, die zum einen Company of Heroes 1 ausgemacht haben und zweitens kann man von diesem Spiel, das im Jahr 2013 erschienen ist, erwarten, dass es einem gewissen inhaltlichen Standard bietet, der im Jahr 2013 einfach üblich geworden ist. Das ist nur eingeschränkt der Fall. Beispielsweise fehlen eine ganze Menge Sachen. Es fehlt ein Ingame-Chat. Der Chat ist nur über Steam möglich, genauso wie die Freundesliste. Komplett fehlt eine Lobby, wie wir so das Company of Heroes 1 kennen. Das heißt, es können keine Spiele aufgemacht werden, in die dann andere Leute herein können. Das ist nicht möglich. Ich kann zwar Spiele erstellen, diese kann ich dann aber nur mit Mitspielern bzw. Gegnern aus meiner Freundesliste füllen. Ferner ist dadurch auch die Möglichkeit genommen, Spiele gegen die KI im Rahmen meines Lobby-Spiels zu etablieren. Funktioniert natürlich ebenfalls nicht, geht auch wieder nur über die Freundesliste. Es fehlt die Möglichkeit, Auslöschen-Spiele zu bestreiten. Alle Spiele, die bestritten werden können, sind solche mit Siegespunkten. Ebenfalls komplett gestrichen wurde der Mod-Support. Dafür gibt es jede Menge schöne Worte zu dem Thema, wie Relic mit uns umgeht, also den Kunden vielleicht später nochmal extra. Fakt ist, es war in der Beta noch möglich, das Spiel zu modden. Es gab erste Projekte, erste Versuche von Moddern, die noch relativ kompliziert verlaufen sind, die aber funktioniert haben grundsätzlich und man hat das schlicht und ergreifend ganz bewusst deaktiviert. Das ist der aktuelle Stand, das heißt Modding für Company of Heroes 2 ist nicht möglich zu diesem Zeitpunkt. Und das sind alles Punkte, die ich eben gerade genannt habe, die zum einen Company of Heroes 1 ausgemacht haben und die für einen nicht unerheblichen Teil der Spieler tatsächlich wichtig sind. Dazu muss man natürlich erstmal sagen, dass ein Großteil der Spieler, die ein Spiel erwirbt, laut Zahlen von Sega sind, dass etwa 80-90% niemals ein Multiplayer-Spiel bestreiten. Das heißt, sie spielen die Kampagne und sind danach weg. Ein weiterer Grund dafür, dass es im Grunde unattraktiv ist, in irgendeiner Form für den Entwickler Geld in den Multiplayer-Teil zu investieren. Der Teil, der dann noch übrig bleibt, teilt sich in diverse Gruppen und Kleingrüppchen auf. Da sind zum einen die Leute, die nur gegen die KI spielen. Die sind vors Schienbein getreten, weil das eben nicht mehr ohne weiteres geht, wenn dann nur über die Steam-Liste, denn die Lobby ist ja weg. Dann sind da die Leute, die nur in der Lobby spielen wollen, die gar keine Ranglistenspiele wollen, weil sie das eben nicht anspricht. Funktioniert ebenfalls nicht, denn die Lobby existiert ja nicht mehr. Dann ist der Chat weg, als ja so ein gewisses soziales Mittel im Spiel, ebenfalls komplett gestrichen. Und ja, die Auslöschenspiele waren definitiv auch eine Sache, die viele Leute angesprochen hat. Dazu kommt dann noch das Fehlen einer gewissen Map-Auswahl. So gibt es einfach viele Leute, die tatsächlich in der Lobby Karten wie die Schelde gespielt haben und das auch noch tun in Company of Heroes 1. Solche Karten gibt es nicht mehr, diese Auslöschenspiele gibt es auch nicht mehr. Und damit sind wesentliche Teile der potenziellen Company of Heroes 2 Spieler einfach vor den Kopf gestoßen und natürlich dann auch geneigt, das Spiel eher zu verlassen und nicht mehr längerfristig zu spielen. Warum Relic diese Entscheidung getroffen hat, man weiß es nicht. Für mich ist es im Grunde sehr schwer nachzuvollziehen, warum man das getan hat. Ferner ist es auch so, dass in diesem Bereich keinerlei Arbeiten im Moment in Planung sind. Das heißt, das wird sich auch nicht ändern. Ja, also man wird dieses System, diese fehlenden Sachen nicht implementieren. Das heißt natürlich, dass viele Leute das Spiel dann auch verlassen. Das ist bereits passiert. Dieser Trend hält auch noch an. Ist halt eine Entscheidung von Relic. Damit müssen sie dann leben. Also wenn ihr zu der Kategorie der genannten Spieler gehört, dann solltet ihr euch lieber noch eine Alternative umsehen, denn es ist nicht damit zu rechnen, dass sich dort etwas ändern wird. Hier also definitiv Daumen nach unten, wenn man so möchte. Nach wie vor auch eine Sache, die sich nicht ändern wird und die mir immer noch negativ aufstößt, sind die, ich nenne das mal Marketing-Gags in Form von Cold-Tag und so weiter, alles was dazugehört. Dazu gehört diese Mechanik mit dem Eis, dazu gehört diese Mechanik mit den Blizzards. Das sind alle Sachen, die auf das Gameplay natürlich gewisse Auswirkungen haben und das sind vornehmlich schlechte.
Ich denke dabei an das Thema Blizzards und so, das verlangsamt schlicht und ergreifend den Spielfluss, was anderes tut's einfach nicht. Das ist ein Fakt. Des Weiteren ist es mit dem Eis natürlich so, dass es gravierende Auswirkungen auf die Gestaltung der Karten hat. Es ist einfach schlecht. Ja, also man hat ja irgendwann angefangen bei den Maps, um das an dieser Stelle schon mal unterzubringen. Es sind übrigens viel zu wenige Maps, meiner Meinung nach. Bei den Maps hat man aber irgendwann mal angefangen, sie insofern gesehen aufzuteilen oder die Zahl künstlich zu erhöhen, in der man Winter- und Sommerversionen derselben Karte angeboten hat. Das Problem ist, diese Karten, vor allen Dingen wenn sie über Wasser verfügen, sind automatisch schlecht. Warum ist das so? Im Sommer sind sie schlecht, weil die Bewege auf der Karte, die Bewegungspunkte, relativ stark limitiert sind. Es gibt kaum Ecken, wo man dieses Wasser dann überqueren kann. Entweder sind das Brücken, die wenigstens nicht zerstört werden können, oder es sind Furten, wo die Einheiten deckungslos sind und sich extrem langsam bewegen. Das heißt also, das Spiel wird dadurch verlangsamt. Es ist so ein bisschen das Schelde-Feeling, wenn man so möchte. Im Winter ist es allerdings genauso schlecht. Zwar frieren da die Wasserflächen zu, man kann darüber fahren, aber man muss halt immer damit rechnen, dass irgendwas auf dem Ding explodiert und dass dann einfach mal ein Panzer für 260 Fuel oder sowas versenkt wird. Auf der anderen Seite, wenn man nicht über das Eis fährt, hat man dasselbe Problem, was man in den Sommermaps hat, was natürlich schlecht ist. Das heißt, solche Karten verlieren mehr oder weniger automatisch und entsprechend sind die guten Karten diejenigen, bei denen es kein Wasser gibt. Das ist wirklich, ja, eine Erkenntnis. Also Coltec, einer von den konzeptionellen Fehlern meiner Meinung nach. Man hat das gemacht, weil es eben Ostfront ist, weil man gesagt hat, hey, die Winter waren da streng, wohl wissentlich oder vermute ich einfach mal, ignorierend der Tatsache, dass die Sommer mindestens genauso schlimm waren mit der Staubentwicklung oder die Schlammphase, die kommen nicht vor. Ja, eine Designentscheidung. Und meiner Meinung nach keine gute, die hauptsächlich Marketingzwecken dient und die das Spiel der Spieler gegeneinander unter kompetitiven Aspekten, das heißt nicht kompetitiv, es das heißt anders kompetitiv oder sowas, das Spiel gegeneinander eben hardcore-mäßig hintertreibt. Ja, auch nach wie vor problematisch und auch das wird sich nicht ändern, sind die Tendenzen des Spiels Richtung Casual. Ich hatte da schon längere Diskussionen mit einigen Leuten, was das angeht, die leidenschaftlich bestritten haben, dass Company of Heroes ein Casual-Spiel ist. Da kamen dann unter anderem so Argumente wie, ja, dann vergleich's doch mal mit Tetris. Das ist aber meiner Meinung nach überhaupt nicht valide, denn wenn ich ein Spiel vergleichen will, dann muss ich es mit etwas vergleichen, was auch vergleichbar ist. Ich kann auch sagen, mein Auto fährt schneller als ein Apfel. Das tut's natürlich. Macht das aber Sinn? Nein. Ich kann sagen, dass mein Porsche schneller fährt als der Renault vom Nachbarn. Das macht Sinn. Das heißt, ich muss im selben Genre bleiben. Und wenn ich das tue, dann sieht Company of Heroes einfach irgendwie etwas alt aus, weil man viele Änderungen vorgenommen hat und zwar ganz, ganz bewusst. Und es gibt auch Aussagen von den Entwicklern, die nachlesbar sind. Man hat die vorgenommen, um das Spiel zu vereinfachen, um es frustfreier zu gestalten. Und das ist ein wortwörtliches Zitat. Wir wollten das Spiel weniger bestrafend machen. Von Quinn Duffy wiederum. Dabei ging es darum, dass man in Company of Heroes 1 ja auf den Karten manchmal höhere Treibstoff- oder Munitionspunkte hat, die dann in einer frühen Phase des Spiels das Ziel sind, wo drum gekämpft wird. Und derjenige, der diesen Punkt einnimmt, der hat einen Vorteil. Anders ausgedrückt, derjenige, der ihn nicht einnimmt, hat einen Nachteil, wird also bestraft. Und das wollten die Entwickler abbauen, haben sie auch geschafft, indem diese hohen Punkte zwar jetzt wieder da sind, allerdings eine wesentlich geringere Rolle spielen, da jeder Punkt Treibstoff und Munition generiert. Das heißt also, das Ganze geht in die Breite und es ist überhaupt nicht mehr besonders wichtig, schnell hohe Punkte zu erobern. Beziehungsweise es ist nicht mehr so dramatisch, wenn man diese entsprechenden Punkte nicht hat. Das ist eine von den Änderungen, die in diese Richtung geht. Eine andere ist, dass man jede Menge Belohnungen bekommt. Das ist ein klassisches Merkmal für ein Spiel. Call of Duty hat damit angefangen. Es blinkt dauernd irgendwas. Man schaltet immer irgendwelche Erfolge frei. Das ist einfach so ein typisches Ding. Und am Ende hat man mehr Medaillen, als man noch mit dem Sackkarren wegtragen kann. Das heißt nicht, dass das Spiel total casual ist. Das heißt nur, dass es innerhalb der Strategiespiele, wenn man einen Vergleich zieht, relativ schlecht abschneidet. Und es das heißt nicht, was ja auch gerne ein Argument ist, das dagegen gehalten wird,
dass man daran automatisch gut sein muss. Das ist dann nämlich die Frage, ja, wenn das Spiel so casual ist, warum bist du denn dann nicht auf Platz 1? Ist relativ einfach, es ist vollkommen unerheblich, wie komplex ein Spiel ist. Wenn man es spielt, dann haben alle die gleichen Voraussetzungen, Balance mal außen vor gelassen. Das heißt also, wenn jemand schlicht und ergreifend ein besseres Micromanagement hat oder das Spiel länger spielt, mehr Erfahrung sammelt, dann ist er mir natürlich überlegen, ganz vollkommen unabhängig davon, ob das Spiel jetzt ein Casual-Spiel ist oder nicht. Soll also heißen, diese Tendenzen sind da und ich bin der Auffassung, dass die viel vom Company of Heroes Spielprinzip kaputt gemacht haben. In die indische Richtung, und auch das wird nicht mehr angefasst werden, geht das Veteranensystem, geht das Tacking-System und die, den Zugewinn von Ressourcen, den wir jetzt schon teilweise angesprochen haben. Die Manpower-Zuwachsrate ist bei beiden Fraktionen absolut identisch. Sie wird nur noch gesenkt, pauschal durch Truppen, nicht mehr durch einzelne Soldaten. Man hat das jetzt wieder ein bisschen angehoben, weil so wie man es vorher hatte, war es einfach vollkommen katastrophal. Man konnte sich kaum Einheiten leisten. Mittlerweile geht's ganz gut. Man merkt allerdings, dass die Mechanik noch kränkelt, denn selbst in einem Spiel, wo zwei Spieler bzw. zwei Teams aufeinandertreffen, die das Spiel eigentlich gut beherrschen, sieht man, dass sich immer wieder Manpower ansammelt. Das heißt, daran merkt man einfach, mehr noch in Computer als in Computer Plus 1, das war da natürlich auch der Fall, daran merkt man einfach, dass das System noch nicht austariert ist. Die Abzüge, die Unterhaltungskosten für Fahrzeuge bzw. die Anschaffungskosten stimmen noch nicht. Das merkt man. Das ist allerdings eine Balance-Sache, die grundsätzlich eigentlich behebbar ist. Ja, bei den Wettstufen, wie gesagt, ich finde die Idee nicht unlogisch, ich finde sie auch nicht so schlecht, dass, also vom Grundgedanke her, von der logischen Überlegung her, dass man Veteranenstufen bekommt, wenn man Schaden erleidet. Ich meine, das macht ja Sinn. Man wird nicht nur dadurch Veteran, dass man den Gegner zusammenschießt, man wird auch Veteran, indem man weiß, wie man den Kopf unten zu halten hat. Aber es hat halt für das Spielprinzip dramatische Auswirkungen, die darin gipfeln, dass eben Einheiten, die nicht getötet werden, dann nach mit Wett 1 oder Wett 2 wiederkommen. Und das stört einfach. Und ist meiner Meinung nach auch ein Indiz dafür, dass man hier eine Änderung vorgenommen hat, die nicht unbedingt schlüssig ist. Ferner besteht eben das Problem dadurch, dass es vereinheitlicht worden ist, dass taktische Tiefe verloren gegangen ist. Früher hatte ich zwei Möglichkeiten, beziehungsweise sogar drei. Ja, im Grunde hat jede Fraktion es ein bisschen anders gemacht in Company of Heroes 1. Jetzt hat man nur noch zwei Fraktionen und die machen es gleich. Dadurch schrumpfen die taktischen Möglichkeiten in sich zusammen. Ähnlich ist es natürlich beim besagten Ressourcensystem. Während ich bei den Amerikanern, ich bemühe das Beispiel immer gerne, irgendwann Nachschublager-Upgrades bringen musste, die mir auch noch andere Vorteile gegeben haben, nur um meinen Upkeep hochzuhalten, dafür aber besseres Veteranenlevel bekommen habe durch Kampf, halt konnte ich mir auf der Wehrmachtseite das für die Veteranenlevel kaufen, habe dafür allerdings einen konstanten Manpower-Zufluss. Mein Veteranenzeug ist aber auch nicht so stark. Das ist also ein recht gut austariertes System in letzter Konsequenz gewesen und das ist jetzt zusammengefaltet worden zu einem Einheitsbrei. Nicht so toll, meiner Meinung nach. Ähnlich sieht es beim Tacking aus. Hier kommt noch mit dazu, dass Company of Heroes meiner Meinung nach die Einheiten, die vorhanden sind, noch nicht richtig austariert hat. Das heißt auf gut Deutsch folgendes. Zum einen ist das Tacken sehr linear geworden, da beim Ostheer bzw. bei der Wehrmacht viele Querverbindungen weggefallen sind und auch die Commander zusammengeschrumpft sind. Das heißt, das, was vorher Doktrin waren und ein Baum mit zwei Ästen war, ist jetzt einfach nur noch ein Ast, der linear durchgeschaltet wird. Das heißt, ich habe nur noch 50% der Möglichkeiten, die ich vorher hatte. Ferner auch andere Einheiten. Mir fehlen beispielsweise Call-In-Einheiten, also Karten, Einheiten, die von außerhalb der Karte kommen. Wenn wir schon mal bei den Commandern sind, ist es da auch so, dass im Grunde immer wieder dieselben Fähigkeiten nur in einer anderen Reihenfolge bzw. in einer anderen Anordnung verfügbar sind. Das heißt, auch da sind die taktischen Unterschiede zwar natürlich gegeben, aber die Variationsmöglichkeit ist letzten Endes doch irgendwo gering. Worauf ich allerdings ursprünglich hinaus wollte, die Commander sind also ebenfalls vereinfacht worden und fallen damit als eine Möglichkeit, das Spiel taktisch tiefer zu machen, ein Stück weit einfach weg. Des Weiteren, zur selben Zeit sind eben Querverbindungen weggefallen. Früher konnte ich mit meinem Bunker bei der Wehrmacht Folgendes machen. Ich konnte einen Reparaturbunker draus bauen, ich konnte einen Medic-Bunker draus bauen, ich konnte einen MG-Bunker draus bauen. Jetzt kann ich einen Bunker draus bauen, der meine Einheiten auffrischt. Das habe ich noch nie gesehen, dass das jemand gemacht hätte. Der die Einheiten heilt, das brauche ich fast zwangsläufig, und diesen MG-Bunker. Dadurch, dass ich den Sunny-Bunker nicht mehr habe, der Verwundete aufsammelt, neue Trupps rausspuckt, ist ein taktisches Element, denn damit kann ich ja ganz bewusst spielen.
rausgefallen, ist komplett ersatzlos gestrichen, eine Querverbindung weg. Ich habe die kaufbaren Veteranenstufen, wie schon angegeben, nicht mehr. Das hat unglaublich viele Möglichkeiten gegeben, wie ich das Spiel spielen kann, ebenfalls weggefallen. Und damit bleibt der Wehrmacht eigentlich nur noch eine Sache, und die ist linear den Tech-Baum hochklettern. Zumal die Wehrmacht eben genauso tackt. Man hat im Hauptgebäude die Upgrades, die kauft man, dann darf man das Gebäude bauen. Und eine andere Möglichkeit hat man eigentlich auch gar nicht mehr. Man kann nur noch eine verschwindend geringe, kleine Anzahl an Strategien spielen und das ist es. Ja, es ist einfach viel schmaler geworden, als es in Company of Heroes 1 der Fall war. Durch diese genannten Gründe. Ja, dann die Maps. Man muss es sagen, es werden mehr. Das ist ein Pluspunkt meiner Auffassung nach definitiv. Also sie bemühen sich. Allerdings ist es eine Sache, die die Community macht. Meiner Information nach gibt es irgendwo ein verstecktes Forum auf Game Replays oder COH2.org, wo man sich ein paar Mapper geschnappt hat, wie Onkel Sam, der ist da zum Beispiel drin, der ja Duclair seinerzeit gemacht hatte und Bode Cholet für die Sunday Night Fights. Der konvertiert jetzt wohl Maps von Company of Heroes 1 nach Company of Heroes 2. Manche bezeichnen es als armselig, manche als traurig, andere finden es gut. Wieder andere hassen Relic dafür, dass sie nicht mal ein paar Maps wie Sheldon und so weiter rüberbringen, was ich durchaus aufgrund der eben schon genannten Punkte ein bisschen nachvollziehen kann. Man verprellt eben wieder Spielergruppen, aber die haben halt keine Lobby. Ne? Pech, wenn man so will. Ja, die Maps insgesamt leiden unter dieser Wintermechanik, meiner Auffassung nach. Gute Maps sind diejenigen Maps, wo das mit dem Winter nur insofern gesehen eine Rolle spielt, dass es schon mal kein Eis mehr gibt. Bedauerlicherweise hat Relic das erkannt und deshalb eine umso größere Menge an Tiefschneefeldern eingeführt, was unter anderem dazu führt, dass die Winterversion von Longres, das ja keine Seeflächen aufweist, trotzdem fast unspielbar wird, weil überall riesige Tiefschneefelder sind, in denen Fahrzeuge und Infanterie stecken bleibt, sich kaum noch vorwärts bewegt, erfriert. Also das ist schwer, wirklich katastrophal teilweise. Anderes Problem, das meiner Auffassung nach oder meines Wissens nach nicht angegangen wird, ist die Wegfindung. Die ist nach wie vor mangelhaft, wird eben nicht wirklich angegangen, dieses Problem. Spielt auch wieder ein bisschen mit der Map zusammen, die teilweise mit Objekten überfrachtet sind. Das heißt, die Panzer können sich, selbst wenn man dieses Mittel des Rückwärtsgangs einsetzt, können die Panzer sich teilweise nicht bewegen. Sie wissen nicht, ob sie vorwärts oder rückwärts fahren sollen, drehen sich im Kreis, werden dann zusammengeschossen. Also unglaublich ärgerlich das Ganze, muss man an dieser Stelle einfach sagen. Und jetzt überlege ich gerade, ob es noch weitere Probleme gibt oder ob es das im Großen und Ganzen ist. Das Problemchen ist halt, wenn man in den Foren einfach mal mitliest, dann hat man dort wirklich sehr viele Threads, wo über das Spiel sich aufgeregt wird, wo Leute tatsächlich auch immer wieder neue Punkte reinbringen, wo man dann sagt, ja, das stimmt. Ja, das ist auch eine Sache, die an Company of Heroes 2 nicht so gut ist. Ah, jetzt ist mir noch eine eingefallen. Ich hatte ja schon über den Tech Tree auf Seiten der Wehrmacht gesprochen, wir können das gerade noch mit den Russen ergänzen. Tatsächlich ist es so, dass da die taktische Tarife ein bisschen besser gegeben ist, was einfach daran liegt, dass die Russen das Tacking-System der Amerikaner erben. Das heißt, man hat ein Gebäude 1 und ein Gebäude 2, man kann entweder das eine oder das andere bauen und schaltet dann sowohl 3 als auch 4 frei. Ja? Dadurch ergeben sich schon mehr Möglichkeiten, wie man die Gebäude in welcher Reihenfolge spielen kann und welche Einheiten man dort entsprechend bringt. Schon mal ganz gut. Ein Problem allerdings, ein recht großes Problem sogar, ist, dass Relic es irgendwie nicht ganz geschafft hat, die richtigen Einheiten in der richtigen Reihenfolge in den richtigen Gebäuden zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet dann übersetzt so viel, wie dass es dass man von diesem ohnehin relativ geringen taktischen Spielraum, den man hat, einfach aufgrund der potenziellen Möglichkeiten noch weiter zusammengeschrumpft wird, weil viele Einheiten einfach komplett sinnlos sind. Eine von diesen Einheiten ist beispielsweise der Brummbär. Ich habe seit irgendeinem Patch, wo der nochmal genervt worden ist oder sowas, beziehungsweise seit der P4 gestärkt worden ist, ich habe niemals einen Brummbär gesehen, weil es keinen Sinn macht, einen Brummbär zu bauen. Das bringt einfach nichts. Es ist eine Einheit, die so wie sie im Tech Tree angeordnet ist, sinnlos ist. Und das hat Relic noch nicht ganz verstanden
Und das gab es natürlich auch bei Company of Heroes 1, aber es waren meiner Auffassung wesentlich weniger Einheiten, die im Grunde nutzlos waren. Und es war nicht so dramatisch, wenn man noch genug andere Möglichkeiten gehabt hat. Die anderen Möglichkeiten, also im Tech-Tree nach links und rechts zu gehen, indem man beispielsweise als Wehrmacht einen Sunny-Bunker baut, die sind aber nicht mehr da. Das heißt also, ich habe ohnehin weniger Möglichkeiten, ich habe ohnehin weniger Einheiten und von diesen Einheiten sind dann noch ein guter Anteil nutzlos, was dann bedeutet, dass ich überhaupt in der Regel nur noch zwei bis drei Strategien habe, die ich spielen kann. Und das war's. Und mehr gibt's nicht. Es ist einfach gar kein Spielraum mehr letzten Endes da. Und das macht sich eben nochmal bemerkbar. Was wäre noch ein Beispiel bei der Wehrmacht? Gut, das T1 ist relativ gut aufgestellt, da kann man alles irgendwie gebrauchen. Beim T2 geht's auch noch. Der Panzerwerfer ist da schon zum Beispiel so ein Problem. Einfach insofern gesehen, dass er die einzige Artillerie ist, die man überhaupt bekommt, wenn man keine Doktrin gewählt hat. Und dafür ist es eine relativ schlechte, die beispielsweise hinter der Katyusha zurückstehen muss. Ja, ne? Also warum soll ich dieses Teil bauen? Ein Mörser bringt mir bald mehr. Dazu kommt ja noch, und das ist auch ganz lustig, und das war mir auch nie bewusst, wenn ihr, das also als kleinen Tipp, wenn ihr Artillerie baut, also Rohrartillerie, die 105 mm Haubitze, zum Beispiel bei der Wehrmacht, über die Doktrin, dann habt ihr einen Konter für schwere Panzer wie die ISU. Es klingt bescheuert, aber es ist tatsächlich so, diese Teile sind dazu in der Lage, die schweren Panzer auseinander zu montieren. Wahnsinn eigentlich, irgendwie auch von der Balance her, das ist bisher, glaube ich, noch nicht allen wirklich klar geworden, aber es ist tatsächlich so, also interessant, möchte ich mal sagen. Gibt dieser Einheit übrigens wieder tatsächlich einen gewissen Sinn. Apropos Artillerie, das war ja auch ein Kritikpunkt. Dadurch, dass die Performance sich gebessert hat, ist die Artillerie ein bisschen schwächer geworden, weil man jetzt einfach in der Lage dazu ist, der Artillerie auszuweichen. Allerdings ist es nach wie vor so, dass meiner Auffassung nach nicht genau angezeigt wird, wo die Artillerie eigentlich hinschießt. Das ist, also die Geschossbahnen sind nicht sehr deutlich dargestellt. Finde ich etwas unglücklich, auch nach wie vor bei den Off-Map-Fähigkeiten. Allerdings wird auch daran nicht gearbeitet. Jetzt wollte ich noch was sagen. Ah ja, das Interface, genau. Nach wie vor knallbunt. Zu viele Informationen, die ich nicht haben will, die ich auch nicht deaktivieren kann. Beispielsweise blinkt auf der Map ein riesiger orangefarbener Punkt auf, wenn mein Mate irgendwo Artillerie hinschießt. Das will ich nicht wissen. Das will ich wirklich nicht wissen. Und wenn es blinkt, dann zieht es meine Aufmerksamkeit dahin. Das heißt, ich gucke dahin, ich gucke nicht auf den Bildschirm, verliere dadurch gegebenenfalls eine Einheit. Mist. Ja. Also, weiß ich nicht. Aber ist wiederum auch eine Sache, muss man einfach so sagen, die das Spiel Richtung Casual schiebt. Man will den Leuten mehr unter die Arme greifen. Man will ihnen mehr Informationen geben. Ob die wirklich gebraucht werden oder ob man tatsächlich hier auch eine gewisse Lernphase erwarten kann, was ja an anderer Stelle durchaus so gemacht wird. Denn das Spiel bietet eigentlich für einen Einsteiger relativ wenige Informationen, wie es überhaupt so grundsätzlich abläuft. Das sei mal dahingestellt. Ein anderer wichtiger Punkt, der sich erwartungsgemäß relativ desaströs ausgewirkt hat, sind das Wegfallen der Target Tables. Target Tables war, dass jede Einheit eine Tabelle hatte und in dieser Tabelle war definiert, diese Einheit X macht so viel Schaden gegen die Einheit Y. Dadurch habe ich beispielsweise die Möglichkeit zu sagen, dass der deutsche Mörser einen erhöhten Schaden gegen den russischen Mörser macht. Das ist ein wichtiger Punkt, denn eine Sache, die ich kritisiert hatte im Video, die damals auch der Fall war, war die Stärke der russischen Mörser, speziell des 120 mm Mörsers. Der ist jetzt schwächer. Nicht zuletzt auch deshalb, weil der deutsche Mörser stärker geworden ist. Er schießt einfach öfter und macht allgemein mehr Schaden. Das Problem ist jetzt folgendes. Dieser Mörser ist eigentlich so verändert worden, um dem russischen Mörser den Wind aus den Segeln zu nehmen, hat aber gleichzeitig den unangenehmen Nebeneffekt, dass er jetzt Infanterie ohne Ende tötet, weil er eben gegen alles mehr Schaden macht und auf alles schneller schießt. Auch auf die Infanterie, was überhaupt nicht beabsichtigt war. Und das ist das Problem. Ich kann jetzt eben nicht mehr gezielt sagen, das gegen das weniger stark, geht halt nicht mehr. Ist weggefallen. Ich muss es allgemein machen, das heißt, wenn ich ein Balance-Problem löse, erzeuge ich potenziell sofort ein neues. Unglücklich. Und meiner Meinung nach auch unnötig, denn den unbedingten Zwang, das zu tun, gab es eigentlich in dieser Stelle gar nicht. Ja, das sind einige Punkte, wenn ich es länger nachdenke, wenn ich mir vorher Notizen mache, fallen mir vielleicht noch mehr ein, was ich damit sagen will, denn dieser Teil war ganz bewusst der längste. Company of Heroes als Spiel ist eigentlich ganz nett. Man kann es spielen, es macht seinen Spaß, allerdings
ist es meiner Auffassung nach für einen AAA-Titel, und es ist ein AAA-Titel aufgrund des Budgets und so weiter, hinter den Erwartungen zurückgeblieben, auch hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben, selbst wenn ich das Spiel so akzeptiere, wie es ist. Und des Weiteren ist es schlicht und ergreifend so, dass es das Geld, was es gekostet hat, nämlich 60 Euro, nicht wert ist. Das muss man einfach mal so sagen. Wenn es 30 Euro gekostet hätte, von mir aus 35, wäre okay gewesen. Aber das ist es meiner Meinung nach einfach nicht wert. Und das liegt nicht an der Balance, das liegt auch nicht an der Grafik, das liegt nicht am Sound. Das liegt einfach daran, dass ganz am Anfang, als sich jemand mit einem Stiftpapier und einem Bleistift hingesetzt hat und sich aufgemalt hat, wie könnten wir das Spiel aufbauen, da ist ein Fehler passiert. Und dieser Fehler oder die Sehfehler, die sich daraus ergeben, die wird Relic niemals beheben, weil es sie nicht als Fehler ansieht. Und ja, das führt eben dazu zu schwindenden Spielerzahlen, zu einer geringeren Anzahl an Interesse, die wir natürlich auch merken, zum Beispiel indem man die Turniere nicht voll bekommt, selbst dann, wenn man bis zu 1000 Euro Preisgeld auslobt, was eigentlich ein absolutes Unding ist. Aber das passiert. Ich denke, das wird sich auch noch verschlimmern. Ein Stück weit auch durch die DLC-Politik, damit ihr einfach mal in den Foren mitnimmt, beziehungsweise ja, die Kundenpolitik. Das ist noch ein wichtiger Punkt, ein letzter Punkt. Relic geht teilweise saumäßig mit den Kunden, also mit uns um. Natürlich ist es auch richtig, dass man nicht sagen kann, Relic wäre jetzt unser aller Sklave, nur weil wir ihm ein bisschen Geld gegeben hatten. Das ist auch schon ein Argument gewesen. Ja, aber wir haben auch gewisse Rechte dadurch erworben, dass wir dieses Spiel gekauft haben. Wir können gewisse Sachen erwarten und das ist einfach nicht der Fall. Allein schon Respekt, denn beispielsweise sieht es nämlich so aus, dass im offiziellen Forum von Relic community.companyofheroes.com Beiträge, die unangenehm sind, entweder gelöscht werden, gesperrt, unsichtbar geschaltet, die ganze Palette. Also wenn man dort Kritik anmerkt, dann ist man ganz schnell einfach durch und weg vom Fenster. Absolut unmögliches Verhalten und meiner Auffassung nach in keiner Weise für so einen Spielehersteller akzeptabel. Das darf einfach so nicht sein. Des Weiteren haben wir natürlich die DLC-Politik. Ja, das Ganze war von vornherein absehbar. Es ist jetzt auch in dieser Form eingetreten, bis teilweise Pay-to-Win. Pay-to-Win heißt für mich einfach, dass man sich mit Geld etwas kaufen kann, was einem einen Vorteil über jemanden gibt, der etwas nicht gekauft hat. Und genau das sind die Commander. Denn wenn ich einen Commander habe, den ein anderer nicht hat, dann habe ich einen Vorteil. Das sieht man nicht zuletzt auch daran, dass die Commander im Grunde in Turnieren in der Regel immer auf die Commander beschränkt sind, die beim Verkaufsstarten der ganz normalen 0815-Version verfügbar sind. Hat seinen Sinn, weil man genau das auch erkannt hat. Nun ist es halt normal, das Unternehmen will Gewinn machen, von mir aus sollen sie das machen. Ich finde es halt etwas befremdlich, dass auch daran sehr viel Zeit investiert wird. Beispielsweise kann man jetzt auch die Bildumrandung von dem eigenen Profil, was oben rechts eingeblendet ist, ändern, und zwar indem man für 2 Euro ein hübsches Bild von Relic kauft. Ganz großartig. Ich würde mir wünschen, dass sie stattdessen ein bisschen mehr auf die Leute zugehen, dass sie tatsächlich auch dort angreifen und ändern, wo die Probleme sind, wo es ihnen auch mitgeteilt wird, und das schlicht und ergreifend ein bisschen Respekt gegenüber dem Kunden ins Blickfeld rückt. Ja. Insofern gesehen das Fazit, ja, Company of Heroes 2 hat sich in der Zeit verbessert. Aber es ist nach wie vor so, dass die besagten konzeptionellen Probleme, die Probleme an der Basis meiner Auffassung nach da sind. Ich sehe das jetzt nach reiflichen langen Spielen als Grund an, warum mir das Spiel letztlich nicht gefällt, warum es kein würdiger Nachfolger für Company of Heroes 1 ist, warum es kein AAA-Titel ist von dem, was dabei rausgekommen ist, und warum es eigentlich zu teuer ist für das, was es gekostet hat. Für mich ist das Fazit, das persönliche, folgendes: Ich werde das Spiel nicht mehr spielen, beziehungsweise nur noch sehr wenig. Das ist jetzt ein Punkt, den ich vergessen habe, den schiebe ich noch kurz nach. Durch die Spielermangel ist es jetzt so, dass man im 1 gegen 1 in der Regel abends 7 bis 10 Spieler hatte. Das war der Fall, als ich in der Woche dann gespielt hatte. Folge ist, man wird relativ schnell gegen die absoluten Top-Spieler vermittelt, kann sich nicht einspielen, wird abgeschlachtet. Im 2 gegen 2, der andere für mich interessante Modus, sieht so aus, dass man 2 gegen 2 random, also mit zufälligen Mitspielern, und 2 gegen 2 mit festen Mitspielern einen Topf geworfen hat. Folge ist dort, feste Teams spielen gegen zufällige Teams. Ich bin das zufällige Team mit einem zufälligen Mate. Das Spiel ist automatisch pauschal gegen ein eingespieltes Gegnerteam verloren. Das frustriert die Leute natürlich auch. Das frustriert mich.
Deshalb ist der Modus auch für mich hinfällig. Das Einzige, was ich noch machen werde, ist 2 gegen 2 AT spielen mit meinem Mate, Nike, der das Spiel jetzt mal wieder installiert hat. Das wird ab und an mal passieren. Dann werden wir die armen Noobs, die ins 2 gegen 2 Random reingehen, abschlachten und haben keinen wirklichen Spaß dabei. Die haben auch keinen Spaß dabei und Relic hat einfach nur eine großartige Arbeit auch in diesem Punkt geleistet. Vollkommen unnötigerweise und für mich im Endeffekt nicht nachzuvollziehen. In diesem Sinne kann ich nur sagen, Company of Heroes 2 ist für mich eigentlich ziemlich gestorben. Ich werde es eben nicht mehr groß spielen. Ich werde noch die Casts machen, solange es mir irgendwie ein bisschen Spaß macht, weil das Cast eine andere Qualität hat. Und ja, ansonsten ist meine einzige Hoffnung eigentlich diejenige, dass irgendwann mal ein Add-on rauskommt. Das darf von mir aus auch ein bisschen Geld kosten, solange denn diese konzeptionellen Probleme einfach angefasst werden. So, das war es eigentlich auch in Anführungszeichen schon. Ich habe wieder sicherlich das eine oder andere noch vergessen, was ich noch hätte sagen können, sagen wollen und so weiter. Ich habe mir groß nichts aufgeschrieben, also kann das durchaus sein. Im Großen und Ganzen ist das allerdings der aktuelle Stand und eine Kaufempfehlung würde ich definitiv nicht aussprechen. In diesem Sinne hoffe ich, es hat dem einen oder anderen weitergeholfen und ich sage ciao, ciao.